Oh nein, Henry, was ist gerade mit meinem Sohn passiert? Das weiß ich auch nicht. Damit willkommen zu Dark Romance, der Fluch von Blaubart im Bonuskapitel. Gut, wir schnacken mit ihr. Oder auch nicht. Ethan, firstborn of Bluebeard. It is time to repay your father's debts. However, I'm feeling generous. So I'll give you a choice. Give me your son's soul or your wife's soul. You have until midnight to choose. He took Henry. Ethan, go see Britta, the clairvoyant. She may have the power to help us. Please, Ethan, save our son. Finde die Hellseherin. Okay, Uwe, was soll ich nur tun? Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Hoffentlich kann Britta mir helfen. Ja, gucken wir mal, ob die Britta das kann. Wir müssen erstmal Gegenstände suchen. Da. Schon mal eins gefunden. Aha. Okay. Meine Nase kribbelt gerade. Das ist ein bisschen nervig. Zuerst benötige ich alle Figürchen. Es ist immer so schön zu dieser Jahreszeit mit den Allergien. Schrecklich. Okay, ich muss irgendwie diese Schublade aufbekommen. Da gehört mein Siegel hinein. Okay, und hier haben wir eine Brotdose. Achso, meine Güte. Eine Brotdose. Hier fehlt noch etwas. Da haben wir das Siegel. Ethan, ich werde deine Güte niemals vergessen. Wenn du einmal Hilfe benötigst, werde ich für dich da sein. Britta! Eine Scherbe. Und hier brauchen wir einen Schlüssel. Hier stecken. Stellen wir erstmal das Siegel drauf. Ah ja, sehr schön. Und damit kommen wir wahrscheinlich auch schon zum ersten Rätsel. Sehr gut. Da nehmen wir dann doch das. Und dafür brauchen wir das und das und das. Und der letzte kommt hier hinein. Supi. Das klappt nicht. Warte, was haben wir denn hier? Spiegelscherbe und eine Mutter. Für was denn bitte? Ich denke mal, das wird nicht funktionieren. Hier fehlt uns ein Figürchen. Was habe ich denn jetzt noch übersehen? Nein, hier fehlt uns ein Figürchen, habe ich gesagt. Ach. Ach so. Brosche, Zigarettenetui, Zuckerstange, Brille, Pistole, Flügel, Pfeife, Taschenuhr, Gemälde, Schuhe, Spazierstock und eine Krawatte. Da haben wir eine Pfeife, da haben wir den Spazierstock. Ist das? Warte, was fehlt denn hier? Fehlt der Griff? Ist das nicht der Griff dafür? Ne, der ist ein bisschen glatt, ne? Hier haben wir ein Rasiermesser. Können wir das mit öffnen? Und da haben wir das Gemälde. Hier haben wir... Ach so, okay. Gut, fehlt anscheinend noch etwas anderes. Taschentuch. Keine Ahnung. Weiß ich gerade noch nicht. Was ist denn mit? Die müssen geputzt werden. Hier. Ich wollte... das ist auch gut. Ich wollte den Schuh putzen. Aber auch in Ordnung. Nehme ich auch. Schön. Ja. Das sieht doch gut aus. Streichhölzer. Für die Pfeife vielleicht.
Vielen Dank. Hier ist die Krawatte. So, und jetzt haben wir nur noch die Pistole. Aber da fehlt uns Schießpulver und... Aber was ist denn... Ach, das ist okay. Ja. Ich kenne mich damit leider nicht so aus. Sorry. Ach, ich glaube aber, das ist auch gut so. Ehrlich gesagt. Ah. Suppi. Und damit kommen wir jetzt durch die Türen. Ich wollte gar nicht mit dir reden. Ich wollte die Tür öffnen. Gut, was haben wir denn hier? Ich muss einen Hahn finden, damit ich das Wasser abstellen kann. Ja. Hier gehört etwas rein, das haben wir noch nicht. Hier haben wir eine Laterne. Und? Nö. Ich kann mich daran erinnern, dass seine Augen einst wie ein Juwel strahlten. Ach so, sein Auge steht da auch. Ich wollte gerade sagen, ich will unbedingt diesen Nagel einschlagen. Ja, dafür haben wir, glaube ich, gerade noch nichts. Hier vielleicht mit der Scherbe. Und hier haben wir etwas. Okay, da fehlt noch was. Da haben wir ein Ventilrad. Ich muss es noch festmachen. Ja. Yeah. Nee. Ach so, doch, hat er genommen. Okay, alles klar. Habe ich nicht gesehen. War zu schnell. Ich kann mich einfach da hineinwandern. Ja, okay. Er will sich nicht dreckig machen. Es ist ja auch nur sein Sohn verschwunden, ne? Ist ja nicht so, dass es eine Eile hätte. Ach so. Das ist mal eine komische Brotdose. Erstmal dran rumdrehen, damit du dein Frühstück essen kannst. Es wird Rosi freuen, ein Vogelhaus im Gewächshaus zu haben. Ich habe nur für sie das Holzschnitzen geübt. Das ist doch schön. Ein Dietrich. Ein Dietrich. Vielleicht hierfür. Ich weiß nicht, entweder hierfür oder für die andere. Ah ne, ist okay. Gut, hier haben wir den Schuh. Und hier haben wir die Figürchen. So, ich glaube, sie steht schon mal ganz gut. Sieht zumindest danach aus, als wenn ich das nach Farben sortieren müsste. Platziere alle Figürchen auf den farblich passenden Plattformen. Tippe auf zwei nebeneinander liegende Figürchen, um sie zu vertauschen. Richtig platzierte Figürchen leuchten auf. Sie leuchtet aber gar nicht. Gut, ich will dich... Ach, das geht nicht. Sowas. Hier haben dich, will ich hier haben dich, will ich da haben. Das tauschen wir nochmal. Und das war's auch schon. Okay, damit kriegen wir das Gewächshaus auf. Sieht zumindest danach aus. Alter Schlüssel. Ja, da brauchen wir bestimmt den Vogel für, aber der geht noch nicht. Nö. Vielleicht mit dem Schraubenzieher? Auch nicht. Frustrierend. Wie frustrierend. So, dann wandern wir mal. Puh, der Sumpf liegt hinter mir. Und jetzt? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Schraubt's hier. Ich sollte die Spinnweben entfernen, bevor ich die Hände hineinstecke. Das ist... Ja, okay. Das Messer nehmen.
Ach, schau mal. Ist der nicht süß? Total knuffig. Okay, wir gehen einmal zurück. Danke. Wo will ich das? Ist doch bestimmt hierfür, ne? Oh, okay. Platziere die Zahnräder über den Löchern, sodass sich alle von ihnen drehen. Ja. Das ist schon mal schlecht. Das könnte gut gehen. Das klappt nicht. Das klappt auch nicht. Würdest du den bitte irgendwo hinsetzen, wo er mich nicht stört? Könnte klappen. Ich weiß nicht, das sieht hier so vorgefertigt aus. Aber es ist, glaube ich, Quatsch, oder? Das ist eher... Nun gut, welchen hatte ich denn jetzt? Nehmen wir mal den. Clean hier. Den. Das passt jetzt allerdings... Aber wie soll ich es anders machen? So. Aha. Okay. Da haben wir einen Hammer. Gehen erstmal wieder zurück. Spitzhacke macht man das ja eigentlich nicht. Spitzhacke würde ich eher hier sagen. Aber ich glaube, das geht nicht. Huch, bin ich jetzt reingeraten. Hallo! Ethan, is that you? I wasn't expecting you. What happened? I'm so sorry. Cassard is my brother. I knew he was up to something. I can help you. You just need... Die arme Britta ist so besorgt, dass sie ohnmächtig geworden ist. Ich sollte ihr etwas zur Beruhigung geben. Na toll, prima. Das hast du ja gut hingekriegt. Ja. Auch in Ordnung. Dann machen wir das so. Geil. Okay, dann schauen wir uns... Kassad, mein Bruder, wie kann ein Mensch so leicht seine Seele verlieren? Tja, bei manchen funktioniert das. Okay, was haben wir hier? Eine Kugel fehlt. Ich brauche eine Karte, wenn ich den Schuft finden will, der meinen Sohn entführt hat. Haben wir aber auch gerade nicht. Aber, was ich gerade überlegt habe, ist... Eine Eule und ein Buch. Da brauchen wir aber noch weitere von. Die sind bestimmt für dieses Regal hier, ne? Schick. Was haben wir hier? Ach so, ich dachte, ich könnte die einsammeln. Okay, hier kommt der Eulenkopf rauf. Ja. Okay. Ich ahne schon. Bewege alle Ringe in die Mitte. Tippe auf die roten Juwelen, um die Ringe zu bewegen. Das Bewegen des Rings kann andere beeinflussen. Ja. Ich bin immer nicht so ein Fan von diesen Bewegungsspielchen. Das doch echt nervenaufreibend sein kann. Warte mal, die bewegen sich nach da, wenn ich ihn nach hier bewege. Was ist denn, wenn ich euch... Ja, das ist genau das, was ich meine. Das ist immer nicht so, naja. Nein, nein, du hast richtig gesessen.
Bleib, wo du bist. Also ich verliere hier auch mal recht schnell den Überblick. Ach, man kann hier auf leicht stellen. Okay. Ja. Vielleicht ziehe ich das in Erwägung. Ich weiß es noch nicht. Komm. Ich versuch schon irgendwie. Sind die in der Mitte? Wenn ich den hier hinschiebe, schieben die sich nach da. So. Gut. Hat ja doch noch geklappt. Schlüssel, warte mal, da war doch was. Nicht? Hammer? Nein? Okay. Will er nicht. Was haben wir denn hier sonst noch? Aber wir können hier noch etwas machen. Aber was denn? Bücher habe ich noch nicht alle. Alter, Schlüssel, Mörser, Spitzhacke. Hier sind wir fertig. Da kommt eine Kugel rein. Eine Kugel habe ich nicht. Kartenfragmente haben wir auch nicht. Sicher, dass der da nicht reinkommt? Mache ich erstmal hier weiter. Dann hänge ich mich da jetzt nicht so dran auf. Okay, hier haben wir den Hammer. Tagebuchamulett. Noch ein Hammer. Aber wir haben... Nee, hatten wir nicht so einen Schlüssel? Ja, genau. Was fehlt hier? Diese Mühle hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ich muss alle Teile finden, wenn ich sie benutzen will. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dafür brauche. Ehrlich gesagt. Leicht zerbrechlich. Ha! Es ist stockdunkel. Ja, bitteschön. Da, guck mal. Wie süß. Zwei Gegenstände noch. Ein Gegenstand und damit hätten wir das. Tschüss, kleiner Freund. Ja, was mache ich denn damit? Ach so, das Problem haben wir ja auch noch. Tja, da habe ich aber auch noch nichts für.
Ist das nicht ärgerlich? Kann ich hier überhaupt noch irgendetwas machen? Ich kann an beiden noch etwas machen. Ich weiß nur nicht was. Ich weiß nicht was. Hammer. Wohl eher nicht. Ah, mein Ohr juckt. Die Mütter hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Tagebuchamulett. Schmierfett. Oder ja nicht. Was ist denn mit ihm hier? Was brauche ich denn hierfür? Wie könnte ich Kräuter zermahlen? Kann ich dich nicht schon mit da rein tun? Nein, auch nicht. Das hier irritiert mich so ein bisschen, ne? Weil ich jetzt eigentlich schon die Hoffnung hatte, dass der Schlüssel dafür ist. Ich meine, für was ist er sonst? Wir haben ja aber auch noch... Hier, hier können wir auch noch... Oh, wir können überall noch etwas machen. Aha. Aha, da gibt's auch noch einen Schlüssel. So, so. So ist das alles. Hier nicht... Zweige abschneiden. Zweige abschneiden. Zweige abschneiden. Habe ich nichts. Nichts zum Abschneiden. Das ist alles, was ich hier machen kann? Ne, wir hatten doch diese Stelle noch, aber der will ja ein Auge haben. Ach, der hier muss rein. So war das. Kann bestimmt das Seil ran, ne? Gut, sehr schön. Schrankschlüssel. Wo sind die Bücher? Hier sind Zeichen. Oh. Jetzt können wir sie auch sortieren. Okay. Was ist denn das schon wieder? Danke. So, hier haben wir das Tagebuch. Cassardas. Cassard was a gifted sorcerer. He could turn stones into bread and fed the poor. That was before dark magic had devoured his heart and soul. One day, a poor man gave him a book. Ja, okay. Ich wusste jetzt nicht, auf was ich mich einstellen sollte. Gegenstände, was ist denn das hier? Hier einmal. So, warte mal ganz kurz. It was a book of dark magic that captured my brother's soul. Cassard began performing rituals for dark gods. The gods gave him a magic vial that could absorb human souls, which would grant Cassard dark powers. Everyone turned their backs on him, except his loyal servants. His bats. Wo gehört denn das hin? Das ist ja ein Dolch. Aha, okay. Ich hätte den jetzt ehrlich gesagt hier irgendwie vermutet. Ah ja. I looked into his dark future and saw death. Death removed his black cloak, and death was actually my brother. He walked on a road paved with human bones. Crows swarmed above him in the sky.
happen. So I snuck into the cave where he was living. I had a dagger, but Cassard was sly. He was waiting for me. The dancing flames of 100 candles illuminated the cave. My brother blinded me, so I couldn't hinder his plans. Then he bandaged my wounds with the shawl I once gave him. Ja. Etwas anderes versuchen. Wo soll denn das hin? Dankeschön. Ja, jetzt die Nase putzen. Will er nicht? Oh. Okay, er hat sich bestimmt den Dolch gekrallt, oder? Nein. Hat er nicht. Gehörte denn dann hin? Geh doch mal weg da oben. Weil sie erzählt ja nur. Dass sie den Dolch mitgenommen hat. Ah, okay. Hat sie auch? Okay, dann haben wir einen Ring gefunden. Was mache ich denn mit dem Ring? Oder ja nicht. Ach, hier, guck mal, wir haben Schleifstein. Und eine Flöte. Was soll ich mit einer Flöte? Ah, da ist die Karte auch noch. Sollte zuerst Britta helfen. Das hat irgendwas mit dem Ring zu tun, auf jeden Fall. So, und jetzt sind wir nur noch hier. Wir haben hier einmal und hier. Ach. Aber klar. Ich dachte, ach, hier für dich. Vielleicht die Flöte. Ich komme nicht ran. Wie kann ich es näher heranziehen? Meine Güte. Mhm. Wie sie sich immer alle nicht nass machen wollen. So. Hier und da. Magischer Reichsapfel. Aha. Schmierfett haben wir. Das haben wir aber nicht. Gut, ist das vielleicht für ihn hier? Nee, anscheinend nicht. Passt auch von der Form her gar nicht. Na? Nee, wir brauchen den Griff. Okay, und sonst haben wir hier nichts mehr. Hier haben wir noch die Karte. Wo kriege ich jetzt Kräuter her? Ah ja, sehr gut. Schick. Grüne Suppe. Okay. Ethan,
Ethan, find Cassard's ring. I can't help you without it. Hab ich schon. Da. Achso, soll ich den hier hinlegen? Und was jetzt? Ah, warte mal, vielleicht. Take this stone. It will help you in your search. And be careful, Ethan. My brother is cunning, and he will do anything to get what he wants. Gut, rotes Juwel, das wird jetzt aber wahrscheinlich für dieses Ding hier sein, warte. Gehe ich mal ganz stark von aus. Okay. Es ist zu gefährlich ohne Karte. Mit jedem Schritt komme ich meinem Sohn näher. Ich spüre es. Ja, das ist gut. Der will mich nicht daran lassen. Wie ärgerlich. Ich leider nicht. Er will ein Seil haben. Das geht auch nicht. Toll. Oh. Oh, hi. Hey, down there. Please, help me. I can't climb out. Ein Brett am Seil, wenn ich es losmachen könnte, könnte es nützlich sein. Doch, das geht. Ich wollte gerade sagen. Gut. Muss ich das für dich nutzen? I'm Lester, the local hunter. Are you looking for the sorcerer? You're on a suicide mission, then. After Cassard moved into that castle, all the forest animals left. Save for the crows. It became impossible for us hunters to survive. We tried to chase Cassard off, but he was more powerful than we thought. He completely thrashed us. I'm the only one who survived. I'm lucky you found me. Take this key. You can have whatever you want from my hut. Okay, danke. Gut, hier haben wir den Schlüssel. Jetzt hat er noch was gesagt. War ich ein bisschen schnell. Ja, aber aufschließen brauchen wir dich eigentlich gar nicht. Aber vielleicht mit dem Brecheisen. Und hier schauen wir uns dann aber im nächsten Part um, würde ich sagen. Hier noch. Hier fehlt was. Ah, da. Okay. Alles klar, dann danke ich fürs Zusehen. Tschüssi.